Prinzessin Kate und das retuschierte Familienfoto, es hört nicht auf. Die Menschen scherzen im Netz über Kate. Was ist los im britischen Königshaus? Wir sprechen gleich darüber mit unserer Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow. Damit hallo zu Brisant. In Russland geht heute die dreitägige Präsidentschaftswahl zu Ende. Wohl kaum jemand rechnet mit einer Überraschung. Die Frage ist nur, wie hoch die Zustimmung für Wladimir Putin angeblich ausgefallen ist. Echte Opposition ist gefährlich. Das haben viele Beispiele gezeigt. Und so galt es, eine Form des Protests zu finden, die eben nicht in der Arrestzelle endet. Tatsächlich kam es dann heute Mittag zu sehr langen Schlangen vor Wahllokalen und das nicht nur in Russland. Sie sind die schnellsten und auch die gefährlichsten Winde der Welt, Tornados. Warum sie auch Monsterstürme genannt werden, zeigt sich aktuell in den USA. Verwüstung und Zerstörung, soweit das Auge reicht. Todesopfer und Verletzte hat es auch gegeben. Und die Menschen, die es besonders schlimm erwischt hat, verzweifeln. Ja, dabei hat die Tornadosaison erst begonnen. Von der Party schnell mit dem Auto nach Hause. Die paar Meter wird schon nichts passieren. Keine gute Idee, erst recht, wenn Alkohol im Spiel ist. So wie in diesem Fall aus Niedersachsen. Da hat sich in den frühen Morgenstunden ein Autofahrer überschätzt und für eine Menge Ärger gesorgt. Stellen Sie sich vor, Sie verbringen Ihr Leben in dieser Röhre. Es klingt wie ein Albtraum, wie in einem Horrorfilm. Aber das war das Schicksal von Paul Alexander. Jahrzehntelang lebt er in diesem riesigen Beatmungsgerät und er ist vermutlich auch der letzte Mensch, der das über so viele Jahre ausgehalten hat. Es geht nach Ägypten. In Ägypten ist ein Kulturgut der Filmbranche unwiederbringlich vernichtet worden. Dazu jetzt mehr. Wenn Selina Woll irgendwo auftaucht, ist es eigentlich schon zu spät oder zumindest nicht wirklich gut. Selina Woll ist Notfallsanitäterin, eine der wenigen in diesem Beruf. Und weil sie findet, dass dieses Thema Notfallrettung auch mal locker und unterhaltsam angegangen werden sollte, postet sie eifrig bei Social Media aus ihrem Arbeitsalltag Videos. Ja, mal unterhaltsam, mal ernst, aber immer mit ganz viel Engagement. Tja, und wenn die Notärztin noch nicht da ist, dann muss selbst schnell eingegriffen werden. Ab wann und wie Sie Hilfe leisten können, zum Beispiel bei einem Unfall, das erfahren Sie auf brisant.de. Wichtige Tipps zum Thema Erste Hilfe. Ja, Prinzessin Kate und die Verschwörungstheorien. Wir klären heute auf, was da los ist im britischen Königshaus. Und Promis im Schnee haben wir auch noch für Sie. Brisant, prominent. Wir starten mit einem Klassentreffen der Stars. Hoch oben in den Bergen treffen sie sich zur Winter-Challenge, um für den guten Zweck Geld zu sammeln. Ja, und dieses Mal ist in Südtirol auch sie dabei, Simone Tomalla. Und dabei und neben den Partys wird dann auch mal Sport gemacht. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Stefan Ross, der Schlagersänger, der sorgt für einen Beinahe-Unfall und verletzt fast seine Freundin. Als das Angebot noch nicht so riesig war wie heute, konnte eine Fernsehserie zum Straßenfeger werden. Ja, bei dieser Titelmusik ist klar, wir befinden uns in den 80er Jahren bei der Serie Dallas, eine schrecklich nette texanische Familie. Die Ewings, die gingen über Leichen, wenn es darum ging, durch Ölgeschäfte immer reicher zu werden. Und im Spiel um Macht und Intrigen stach einer eher positiv heraus. Patrick Duffy als Bobby Ewing. Ja, den Bobby ist der Schauspieler nicht wirklich losgeworden, auch wenn er später durchaus andere Filme gedreht hat. Heute wird Patrick Duffy 75. Den können Sie auch haben, wenn Sie heute Abend einschalten. 20.15 Uhr bei uns im Ersten. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Bis bald. Ihnen einen wunderschönen Sonntagabend. Tschüss.